So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Diesmal die neuen Bubbles und zwar die Krokus und Co. Ja, aber ihr wisst ja, die Bubbles, Kröten und Co., das war ja ein Reinfall. Ich habe ja mehrere aufgemacht, aber ihr seht, ja, die sind wirklich nichts mehr. Und ich habe ja auch in den Kommentaren gelesen, dass sehr viele von euch auch nur die platten Dinger hatten. Und wie gesagt, das sind jetzt die neuen, die Krokus, 14 Stück. So ein Tütchen liegt bei 3,50 Euro. Und haupt sich das wirklich lohnt. Wie gesagt, es gibt ja Leuchtkrokus dabei. Das war's. Und das Tütchen an sich, naja, das sagt schon alles. Deswegen wollte ich das jetzt euch mal präsentieren. Haupt sich das wirklich lohnt, dafür Geld auszugeben. Weil für die Kröten und Co. hat sich's im Prinzip nicht gelohnt. Aber nichtsdestotrotz, schauen wir mal rein. Das erste Kroko. Ah. Und wahrscheinlich auch das einzigste bei mir. Seht ihr, das sind eben die ganzen Krokus, die es gibt. Und jetzt kommt's. Und diesmal ist eine Kröte da drinne. Platt. Nachschauen. Keine Feuchtigkeit drin. Das Papier ist auch nicht, also ist da nichts ausgelaufen, weil das ist nämlich beschichtetes Papier. Da müsste die Flüssigkeit drin bleiben. Da ist der Kroko. Sieht aus wie ein Kroko. Und der Ball da drin. Da absolut leer. Ups. Sieht zwar witzig aus, aber ihr habt es jetzt selber gesehen, dafür jetzt wirklich 3,50 Euro ausgeben. Naja, was soll ich dazu jetzt sagen? Ich werde es vielleicht noch einmal versuchen, um euch einen Hallen zu präsentieren, aber wenn das auch erst nach dem dritten wird, wo ein bisschen was rauskommt, das wären dann über 10 Euro. Ob es mir das wert ist, weiß ich natürlich nicht, aber nichtsdestotrotz, Nee, das ist ein toter Krokodil oder ein platter Krokodil. Hat sich mal wieder nicht gelohnt. Aber wie so oft, ihr schreibt mir sowieso was anderes in die Kommentare. Oder hattet ihr auch schon nur Platte? All das könnt ihr, sollt ihr, ihr kennt das ja, posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Und meine Meinung dazu, der erste Einblick von Bubbles und Kroko und Co. Mies. Ist einfach so. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.